Konnichiwa, Bitches! Ether One, Part 2. Wir haben uns beim letzten Mal im Case umgeguckt, also sind erstmal angekommen, sind dann im Case gelandet, haben uns hier umgeguckt und jetzt schauen wir uns mal die Erinnerung an, die wir geschickt wurden. Ach, hübsch. Oh, es ist hübsch. Es gefällt mir voll gut und die Texturen sind halt auch voll schön und alles handgezeichnet und das sieht so warm und liebevoll aus. Es gefällt mir echt voll gut. Was ist das da? Mundharmonika. Okay. Ich hatte als Kind mal eine. Was steht da? Nein, 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 nimm die mit. Die will ich mitnehmen. Was ist das? Bier! Okay, eigentlich, ne, die Logik gebietet es ja eigentlich, das Bier mitzunehmen, aber ich glaube, die Mundharmonika könnte doch wichtiger sein als das Bier. Habe ich das gerade wirklich gesagt? Oh mein Gott. Our sole purpose this evening is to track the memory and pinpoint its location so we can cleanse it of any disease present. Everything you're seeing in front of you is a visual environment pieced together from our client's subconscious mind. Barren wastelands or an abstract painting reimagined. It's all completely tangible. All I can see are brain scans of tissue degradation confirming my previous diagnosis of dementia. Both are incredibly important if we are to succeed and understand our client's needs. Now, if you just give me a second, I'll have some more details for you. Feel free to explore in the meantime. Bin ich schon dabei. Das ist ja auch irgendwie das... Oha. Kommt euch das gerade irgendwie bekannt vor? Das sah doch in dem Institut schon ein bisschen deplatziert aus. Und hier passt das irgendwie, glaube ich, erstmal besser hin. Wie ist das? Na, wie, warum? Also der Koffer und die Hummerfalle. Ich habe übrigens vergessen, meinen Timer zu stellen. Was ich jetzt gerade nachgeholt habe. Wie kommt das hier hin? Ist die Frage. Mysteriös. Kann ich hier denn... Hier unten sah es auch aus, als gäbe es irgendwas, aber da komme ich nicht mal runter. Na gut, dann nicht. Schon okay. Ja, hier, guck mal, diese Kisten, ne, so in der, die so aussehen, die stehen hier überall rum. Die haben auch so vom Look her nicht wirklich... ja, und die Fässer, ne? Also es ist schon klar, dass das ursprünglich hier hingehört. Und hier ist auch noch so eine Hummerfalle. Und meine Nase juckt. Oh, geht das wieder los? Ich hatte doch jetzt ganz lange nie Probleme mit meiner Nase beim Aufnehmen. Jetzt wieder. Okay. Schauen wir uns um. Wo sind wir hier gelandet? Oh, es gibt... Hasse das immer, wenn es so viele Wege zum Laufen gibt. Oh Gott. Okay. Was? Hey. Nein. Was hat, guck mal, da ist ein Schraubenzieher. Ich will den mitnehmen. Okay, dann... Wohl er nicht. Okay. Das, manchmal sieht es so aus, als würden Sachen leuchten, ne? Weil die schatten sich nicht richtig. Hier. Seht ihr das? Und danach ist dann dahinter auf einmal Schatten. Das ist ein bisschen seltsam. Ich denke immer, da ist irgendwas Wichtiges. Nein, sind nur die Schatten, die mich trollen wollen. Bis gleich. Okay. Also, es geht darum, dass die Mine in einem recht schlechten Zustand ist. Offensichtlich. Die Aufzüge funktionieren nicht richtig und die Belüftung funktioniert nicht richtig, sodass da halt ein ziemlicher Smog unten herrscht. Was natürlich nicht so schön ist für die Arbeiter, die haben da auch keinen Bock drauf. Und deswegen ist die Mine jetzt erstmal geschlossen. Hier, die Sachen könnt ihr euch irgendwie selber mal... Das hier ist übrigens das nächste, was mir aufgefallen ist, was zu dem Sitz und dem gepasst hat, was sie sagte. Ne? Leuchtturm? Ich will nicht schon wieder was lesen. Ich gucke erstmal, was ich hier noch so finde. Musik.
Musik finde ich gut. Aber muss das sowas sein? Kann man nicht... Oh Gott. Das ist ja depressiv. Ich wollte gerade sagen, hast du nicht was mit Gitarre? Ist doch viel netter. Was ist das? Miner's Flask. It's worth noting that if you feel an item might be useful later on in your journey and you have no use for it now, you can always store it in the case and collect it at any time. Should you want to. Die Stimme kam doch jetzt gerade eben. Die kam doch erst aus Lautsprechern und dieses Should you want to kam doch jetzt dann nicht mehr so. Ich mach das mal. Ich leg mal eben unsere tolle Mundharmonika hier ab. Nur für den Fall. So, kann ich denn hier noch irgendwas mitnehmen von? Tin Cup. Ist da irgendwas? Fletch? Ach so, gehört wahrscheinlich Fletch. Es könnte ja alles mal wichtig werden, nicht? Lieber mal mitnehmen. Vielleicht treffen wir ja noch Fletch. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt jemanden trifft hier in dem Spiel. Was ist das? Das ist Reisetabletten. Wozu? Keine Ahnung, ob ich die brauche. Kann ich den Toast nicht mitnehmen? Ich hab Hunger. Oh mein Gott, ich bin so ein Idiot. Ich hab mir die... Ich hab mir irgendwas... ausgeliehen. Bei den Blastdoors. Was sind denn jetzt Blastdoors? Ach Mann. Also auf jeden Fall ist da die Anleitung oder so bei den Türen. Hat er vergessen. Gut zu wissen. Ob das noch wichtig wird, weiß ich nicht. Müssen wir mal schauen. Ich weiß es übrigens wirklich nicht, weil... Also es ist zwar jetzt noch nicht ganz blind, aber wir nähern uns in rasantem Tempo dem Punkt, in dem ich nichts mehr kenne. So, wo war ich jetzt? Da bin ich runtergekommen. Das heißt, in die Richtung muss ich schon mal nicht. Dann gehe ich lieber hier entlang. Readings indicate that the central focus of this memory is located below you, in an old abandoned mine known as Devlin. Warum fliegen hier... Entry 95D in our client's memory journal indicates that an accident occurred affecting them in a meaningful way. Ach, immer diese Unfälle überall. Leute, könnt ihr nicht aufpassen? Oh, kann ich hier irgendwie hoch? Kann ich hier... Nein, kann ich nicht. Das ist ein tolles Entdeckerspiel, wenn du da nicht mal irgendwie klettern kannst, ey. So. So leid, meine Nase. Tap, 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 tap. So, aber hier waren wir jetzt noch nicht, ne? Kann ich das... Kann ich nicht. Da ist auch nichts. Hier ist... Aber ich kenne natürlich den Code nicht, ne? Hoffentlich, den kriegen wir bestimmt noch raus. Wäre ja sonst blöd. So. Was sind wir jetzt hier schon wieder? Da sind wieder dieselben Anschläge wie am anderen Board auch schon. Aha. Oh. Das ist cool. Das ist eine interessante Architektur hier. Kettle. Na, vielleicht wollen wir ja später irgendwas kochen. Da bringt mir das bestimmt mehr als so blöde Übelkeitspillen. Ein Text. Ah, ich. Genau, ich bin eh kurz weg. Dann kann ich mir auch gleich die Nase putzen. Ein gewisser Mr. Dawkins möchte einem gewissen Mr. Harvey. Randale! Lass uns den Mond anzünden. Hallo, darf ich das auch wieder. Wohl die Mine abkaufen. Viel mehr weiß ich jetzt auch nicht. Was ist das? Ich muss sicher gehen, dass ich mich an die Kombination für das Schloss
zum Seiteneingang erinnere, aber der Warden hat uns verboten, es aufzuschreiben. Minenarbeiter essen von Metalltellern. Nicht vergessen. Mein Timer vergessen. Nimm lieber Tabak mit. Den. Ich glaube, ich mache mir mal so ein Drogenregal, oder? Da kommen so Tabak und wenn ich noch ein Bier finde, tue ich das da auch rein. Dann kann man irgendwann. Man muss sich ja auch ein bisschen heimisch fühlen, ne? Und hört mir nicht zu. Kein guter Plan. So, war ich jetzt hier oben schon? Oh, nein, war ich nicht. Was gibt's denn hier? Leere Schränke. Wozu habt ihr denn überhaupt so viele Schränke, wenn ihr da nie was reintut? Ist das der Teller, den... Nein. Ah. Gitarre! Boah, ist das hübsch. Ich meine, man sieht halt einfach nur Wasser, aber boah, ist das hübsch. Just a side note. Any items you pick up can be stored in the case. Ah. Metal plates, ne? Das ist dann wohl die Kombination. Als ob ich mir die nicht merken könnte. Okay, Sachen, wo ich weiß, dass sie jetzt irgendwas taugen, tue ich jetzt mal. Na, wobei, ist eigentlich dumm. Okay, dann lege ich das halt da unten rein. Mal ein bisschen Ordnung machen hier. Was? Ups. Hallo? Okay. Kann ich das vielleicht hier reintun? Ja, kann ich. Titing! Ach. Ja gut, das kann ich direkt zusammenfassen. Hier geht es, also das ist das Tagebuch unserer Patientin wohl. Und ja, die schildert halt so langsam schon die ersten Anzeichen ihrer Demenz. Der wir natürlich gerade entgegenwirken wollen. So ein bisschen. Nach Kräften. Gut. Haben wir es dann hier oben? Wir kamen durch diese Türe, glaube ich, rein. Das heißt, wir können hier noch runter. Okay. Was haben wir hier? Können wir das... Klar, Schalter ist kaputt. Huch. Oh, ich mag das... Ich mag das Geräusch total gerne von Wasser, das so zwischen Booten oder Steinen oder sowas hin und her schwappt. Ich weiß nicht, was es ist. Das, keine Ahnung, erinnert mich an meine Kindheit. Ich find's voll schön. Also ich freue mich immer, wenn ich irgendwo am Wasser bin und dann höre ich das und dann so, ah. So, ich glaube, wir haben alles angeguckt, oder? Wir waren hier oben und unten und da drin waren wir auch. Und ich glaube, jetzt können wir langsam mal hier den Code eingeben. Wie wär's denn? Hm? Warte mal, kann ich den noch... 1... 6... 7? 0... Okay, so I've been digging a little deeper into our client's personal history and I found details of a strong emotional response to someone who once worked within the mine. An entry that discusses the mine at great length but doesn't discuss whom the individual was that worked there. Continue to work your way down, further into the mine. It seems the center of this memory is very much at the heart of these industrial ratways. I'll contact you if I gain any more information. Okay, übrigens, kurze Ansage, ab jetzt ist es blind. Oh. Bis gleich. Holy fucking shit, ich will gar nicht zusammenfassen, was da steht, weil es echt extrem... reißerisch, ja, nicht reißerisch, es ist halt sehr ausgeschmückt geschrieben. Und das ist ein bisschen nervig.
Und keine Ahnung, also halt ein Minenarbeiter, der irgendwie seinen Job machen muss und scheinbar Angst vor dem Meer hat. Also ich glaube, es klang nach Meer. Please show all valves are in correct position. Okay, also ich darf den jetzt noch nicht ziehen, weil... Ach, guck. Okay. Das kriege ich hin. Also der muss auf... Der ist richtig. Der muss hier rüber. Der ist richtig. Der andere muss nach rechts und dann links. Rechts, links. Sollte so gehen, oder? Aber ich will mich vorher noch umgucken. Noch erstmal... Kann doch jetzt nicht direkt schon hier... Das Rätsel lösen. Wo hängen wir denn da hin, wenn er das Teller hier hätte? Das sieht so nach Fahrstuhl aus. Ich, Was passiert? Was rattert da so? Hier ist kaputt, ne? Auch. Okay, das können wir gar nicht erst benutzen. Okay, heißt das, dass das Ding sich da bewegt? Dass wir jetzt auch das da benutzen können? Ja, zumindest ist jetzt hier Licht. War das eben schon? Ich weiß es nicht. Ah. Ich habe Angst. Voll schön, ich freue mich voll. Warum müssen wir in diese Mine? A projector. I'm not sure how they got here, but I think they relate to our patient's history. Don't worry, you won't need these to progress this evening as they're an optional task, but we should at least give this one a try. Ja, liebend gern, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. Things we touch throughout our life can stay with us in the back of our minds. Okay, sollte ich das mitnehmen? Also das hat, war gerade die Stimme unserer Patientin. Ich keine Ahnung, also das erachte ich für jetzt für so wichtig, dass ich es auf jeden Fall mal mir ins Regal stelle. Natürlich falsch rum. Stell's doch richtig rum ab. Stell's doch richtig rum ab. Dann halt nicht. Zicke. Ah, Zettel. I'll store important notes like this downstairs in the case for you. Das ist praktisch. They'll be there whenever you want to have a look at them. Das ist praktisch. Ah, ich kann... Air Compression Manual, stimmt. Da war ja was, da war was gelesen. Ihr könnt... Wir müssen es finden und auf den Schreibtisch legen. Wenn ich jetzt halt wüsste, welche Türen gemeint sind. Was steht hier? So kürzere Sachen, ich will das dann nicht irgendwie unterbrechen. Oh, mein Magen hat gerade megamäßig geknurrt. Leck mich fett. Oh, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Die haben die unteren Minen versiegelt, weil es da irgendwie geraucht hat, gequalmt hat. Ja. Ne? Mehr weiß ich jetzt auch nicht. Und noch ein Zettel. Hide and seek. Ah ja, ist irgendwie auch nicht sonderlich. Musik! Nein, Gitarre. Nein, Gitarre.
Oh, das ist neu. Kann ich hier erstmal nochmal gucken? Was? Kann ich hier was kaputt machen? Habe ich gerade was dabei? Nee, ne? Habe ich irgendwas, was man kaputt machen könnte? Nimm das mal mit einfach. Ich probiere das jetzt mal. Vielleicht kann ich das da reinstellen? Nee, ja toll. Super, wenn ich da nichts reintun kann. Wieso? Gut, ich stelle es wieder ab. Ist ja schon okay. Mann, ey. So. Wozu ist das gut? Irgendwas stimmt heute nicht in den Minen. Ein Mann kann es spüren, wenn irgendetwas nicht stimmt. Die Luft stinkt und lässt ihn schwitzen. Jemand, ich habe gehört, wie jemand sagte, dass die ganze verdammte Mine komplett dicht machen wollen. Der Compressor keeps breaking. Ja, wir müssen halt irgendwie die blöde Belüftung wieder hinkriegen. Und die Anleitung ist hinter irgendwelchen Türen und ich... Oh Gott, hier geht's ja auch noch weiter. Mann. Okay, hier ist aber irgendwie... Rubberpipe. Heißt das, ich kann das mit irgendwas benutzen? Kriegt man denn einen Rubberpipe kaputt? Liegt vielleicht irgendwo was rum? Hey, ganz cool. Macht keine atmosphärischen Sachen. Warte mal, das da hatte ich gelesen. Tja, Leute. Ich hänge gerade irgendwie. Was? Achso, müssen wir Teile für den Projektor wieder zusammensammeln. Das sollte ja machbar sein. Aber, ich weiß jetzt halt gerade nicht so recht, was ich tun soll. Also ich, schon klar, die Anleitung finden für die Belüftung, die hinter irgendwelchen Türen versteckt ist. Ja. Hier ist ja nicht. Ich hab doch jetzt schon alles abgesucht. Das ist blöd. Ich würde sagen, dass... Ah Gott, ich mache mir jetzt erstmal was zu essen und wir sehen uns dann im nächsten Part. Ich glaube, die Zeit ist reif. Ich bin nicht immer so ganz sicher mit meinem Timer und so, aber ich finde, das ist auch gerade ein guter Zeitpunkt. Deswegen... Ja, ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst es mich doch wissen. Ihr wisst ja, wie ihr das anstellen könnt. Da drüben könnt ihr auch noch klicken und... Ich wünsche euch einen guten Appetit und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Etherone. Bis dann. Wir sehen. Oh. Ich bin ein bisschen dumm.